Guten Morgen, meine Lieben. Ich glaube, ihr seht, ich bin gerade erst aufgestanden. Also wirklich aus dem Bett und ja, Kamera in die Hand. Denn heute drehen wir einen ganz besonderen Vlog für euch. Und zwar einen Vlog, wo Instagram unser Leben bestimmt. Das heißt, immer wenn ich irgendwas entscheiden muss, dann poste ich das auf Instagram in die Story. Und da können die Leute dann abstimmen, ob das oder das. Und je nachdem, was halt eben das Ergebnis ist, muss ich mich halt entscheiden dann. Ja. Ich habe auch schon zwei Sachen vorbereitet, denn einmal brauche ich natürlich ein Outfit für heute und natürlich braucht Lia auch ein Outfit für heute. Deswegen fange ich auch so früh an, weil wir beide gerade noch so ein bisschen nackt rumlaufen. Und genau, deswegen, ja, müssen wir jetzt starten. Und ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Und wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, die erste Entscheidung liegt jetzt zwischen diesen beiden Outfits für Lia. Einmal das Outfit mit dem rosa Body und dieser Hose. Und einmal der grau-weiß gestreifte Body mit dieser Hose. Socken gibt es für beide jeweils diese hier. Also ja, kann Instagram jetzt entscheiden, ob Lia dieses Outfit heute anziehen soll oder dieses Outfit. Genau, wie gesagt, ich poste es immer in die Story bei Instagram und dann gebe ich immer so 10 bis 15 Minuten, ja. Entscheidungszeit, dann kann Instagram sich entscheiden und das, was dann irgendwie mehr Stimmen hat, das wählen wir denn. Lia hat sich schon für ein Outfit entschieden. Sie wird das mit dem rosa Body nehmen. Das zieht sie nämlich gerade schon zu sich. Ja, aber mal gucken. Ich poste das Ganze jetzt auf Instagram und dann schauen wir, was Instagram sagt. So, die Instagram-Story lädt jetzt hoch. Ich habe also hier gefragt, was Lia jetzt anziehen soll und da bin ich sehr, sehr auf das Ergebnis gespannt. Und zack, steht auch schon das Ergebnis. Also Lia soll hier ganz klar, hallo Nala, soll hier ganz klar den rosa Body mit der Sternchenhose anziehen. Es ist hier 62 zu 38%. Schade eigentlich, ich habe für den anderen Body gehofft, aber ist ja auch egal, ihr entscheidet. Und dementsprechend gibt es jetzt eben das rosa Body mit Sternchenhosen-Outfit. So, Outfit sitzt. Kleine ist angekleidet. Und jetzt bin ich an der Reihe. Ich habe noch nichts an unten rum und da möchte ich es heute be bequem haben. Und dementsprechend steht für Instagram die Auswahl, ob eine Sportleggings von Oceans Apart oder eine richtig bequeme Jogginghose. Beides super bequem und trage ich super gerne im Alltag. Und genau, dementsprechend, was sagt Instagram? So, die Story lädt hoch, beziehungsweise hat jetzt hochgeladen. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und tada, auch diese Entscheidung ist absolut eindeutig. 73 zu 27 für die Leggings. Also wird es jetzt die Leggings. Und angekommen in der Küche. Nächste Frage: Erst Geschirrspülmaschine ausräumen oder erstmal frühstücken? Was sagt Instagram? Zack, Instagram Story ist drin und jetzt warten wir mal 10 Minuten, mal gucken, was die Leute sagen. Warten wir mal ab und ich bin sehr gespannt, was wir dann zuerst machen dürfen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal was zu trinken machen. Ich habe total Durst und dann überlege ich schon mal, was wir als nächstes machen. Ich habe gerade eben schon Lias Zimmer aufgeräumt, ganz schnell nebenbei, während ich gewartet habe auf eine Entscheidung. Und ich denke, dass ich dann gleich erstmal das Bad putzen werde. Die Küche habe ich nämlich gestern noch gemacht, bin ich ganz froh drüber, aber dann jetzt habe ich das erstmal nicht mehr zu tun heute. Und dann muss ich noch überlegen, was wir heute zum Mittagessen machen. Ich muss auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Ich wollte aber heute mal, oder beziehungsweise diese Woche mal, alle Schränke ausräumen und schauen, was ich halt noch da habe, damit ich mal alles irgendwie verbrauche, weil ich habe wirklich so ein paar Sachen, die ich halt einfach so mal mitgenommen habe beim Einkaufen, wo man sagt, die braucht man eigentlich immer, aber im Endeffekt liegen sie jetzt schon seit Wochen im Schrank und ja, schauen wir mal, was wir aus den Resten machen können und was wir heute zu essen zaubern. So, die Entscheidung von Instagram ist da. Es wurde für Frühstücken entschieden und zwar 37 zu 36. Ihr seid super nett zu mir. Ich möchte jetzt erstmal frühstücken. Die Kleine ist schon plötzlich dabei. Ist hier schon ihr Essen, ne? Genau. Und jetzt bin ich dran. So, gegessen haben wir. Jetzt muss natürlich noch die Geschirrspülmaschine leergeräumt werden. Und das machen wir jetzt schnell, solange die Kleine noch ruhig ist.
schon leer. Die nächste Frage: Katzenklo putzen oder unsere Toilette putzen? Instagram hat zu entscheiden. Beides muss gemacht werden. Was sollen wir zuerst machen, ist die Frage. Und weiter geht's. Sollen wir zuerst das Katzenklo sauber machen oder unsere Toilette putzen? Ja, beides muss gemacht werden. Was kommt zuerst dran? Weiter geht's. Und tada, das Ergebnis ist da. Alle wollen das Katzenklo zuerst. Gut, dann machen wir mal das Katzenklo. Die Nala freut sich. So, und Kenny hat gerade ihren Mittagsschlaf gemacht, ist wach und ausgeschlafen. Und jetzt die nächste Frage. Ich würde mir jetzt gerne eine Haarmaske machen und dann gleich meine Haare kurz waschen gehen. Die Frage ist, darf ich eine Haarmaske benutzen oder soll ich meine Haare einfach nur so waschen? Das ist die Frage an Instagram. Wir schauen, was bei rumkommt. So, meine Lieben, nächste Frage. Ich würde jetzt mir gerne eine Haarmaske machen. Darf ich das? Oder soll ich heute meine Haare einfach ohne Haarmaske waschen? Ihr dürft entscheiden. So, meine Lieben, nächste Frage. Schauen wir mal, was das Ergebnis ist. So, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier wurde eindeutig für mit Haarmaske entschieden. Beziehungsweise ganz schön knapp, 53 zu 47. Und dementsprechend mache ich mir jetzt eine Haarmaske. So, die Haarmaske lasse ich jetzt mal kurz so eine halbe Stunde ungefähr einwirken und dann, gehe ich mal duschen. Eine Runde. Und dann dachte ich, dass ich heute eventuell noch an die Ostsee fahre. Das ist ja bei uns nur ein kleiner Katzensprung ans Meer. Und ich dachte, dass ich da eventuell mit der Kleinen so ein bisschen am Strand noch verbringe. Und ich wollte nachher sowieso noch mal kurz einkaufen, weil ich noch was für die Kleine kaufen wollte und dann, ja, dachte ich, liegt jetzt sowieso auf dem Weg und dann kann man auch noch mal kurz in die Ostsee. Schauen wir mal. Je nachdem, was der Tag noch bringt, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Haushalt machen und noch so ein paar Dinge erledigen, bevor man einfach nicht gehen möchte. Ne? Ich glaube, das kennen einige von euch. Man möchte einfach einige Sachen fertig haben, bevor man dann irgendwie aus dem Haus geht. Und das, solche Dinge mache ich jetzt. Und ich hoffe dann, dass ich noch vor Mittag irgendwie loskomme. Ist jetzt 10 Uhr. Hoffe dann, dass ich noch vor Mittag irgendwie loskomme, um was zu machen. Ja, und dann hoffe ich erstmal, euch hat dieser Vlog gefallen. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefallen hat, dass Instagram unseren Tag bestimmt. Ja, schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!